Hallo. Ja, mein erstes Video. Ich bin etwas aufgeregt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich habe lange überlegt, was ich als Thema für mein erstes Video nehmen kann und habe mich für den Anfang für etwas ganz Simples entschieden. Und ja, habe mich dazu entschieden, euch meinen letzten Naschkauf zu zeigen. Und zwar aus einem bestimmten Grund, weil Lush nämlich angekündigt hat, eine gewisse Reihe an Produkten aus dem Programm zu nehmen, was ich wirklich sehr schade finde, weil wirklich ungefähr 50% davon wirklich sehr gute Sachen sind, die ich jetzt mittlerweile auch sehr lieb gewonnen habe. Und ja, das wollte ich euch einmal zeigen, welche ich da geholt habe. Natürlich habe ich mir auch noch Sachen aus dem regulären Sortiment genommen. Aber was zum einen rausgeht, sind zum Beispiel diese beiden Duschgels hier. Und zwar einmal den Tramp und dann noch den Yummy Yummy Yummy. Und ich habe beide noch nicht benutzt. Also bin da sehr gespannt drauf, obwohl ich muss eher sagen, der wird eher hier meiner sein. Und das hier wird eher der von meinem Schatzi sein. Weil ich habe Tramp extra für ihn gekauft, weil er auf diesen Patchouli-Duft extrem abfährt als alter Grufti. Ich habe mich durchgerungen zu sagen, okay, ich kaufe dir, ja, jetzt hadert. Ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich versuche mal damit irgendwie zu duschen. Ansonsten, ich denke, mein Freund wird da seine helle Freude dran haben. Ja, dann der Yummy Yummy Yummy. Gott sei Dank kein Patchouli drin, aber Erdbeeren steht jedenfalls drauf. Es riecht auch ein bisschen erdbeerig. Ich muss allerdings dazu sagen, als ich bei Lush mal war und habe an allen Duschgels gerochen, fand ich, dass die meisten eigentlich alle recht gleich gerochen haben. Also ich denke mal, den Duft entfalten die erst, wenn man wirklich damit mal duscht oder beziehungsweise im Laden ist ja das ja natürlich nicht möglich. Deswegen fragt am besten irgendwie die Verkäuferin, ob ihr euch mal ans Waschbecken stellen könnt und da mal ausprobieren könnt, wie die Sachen unter Wasser an euren Händen beim Einmassieren, wie die da halt so den Duft entwickeln. Weil ich finde, wenn man einfach so an den Flaschen riecht, ich finde, sie riechen alle gleich. Also man muss selber mal gucken, ob man da irgendwie großartig Unterschiede rausriechen kann. Tja, wie gesagt, die zwei Duschgels. Dann, was auch noch auf der Goodbye-Liste von Lush steht, ist das Körperpuder Candy Fluff. Ich war sehr überrascht, weil für die Puders habe ich mich, Puders, habe ich mich nie so wirklich erwärmen können, aber ich habe jetzt mal mich für den Candy Fluff entschieden, weil er zum einen wirklich sehr schön riecht, ist extrem vergleichbar mit der Rockstar-Seife, also auch sehr süß, sehr nach Süßigkeitenladen riechend. Es ist sehr angenehm, das Puder auf der Haut. Man kann es sich wirklich überall drauf machen und was ich auch noch sehr befürworte, sind die Glitzerpartikel, die da drin sind. Also auch etwas, wenn man mal so für den schicken Abend mal weggehen will, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also finde ich sehr gut. Ja, dann, wo ich dann einmal bei den Pudern war, Pudern, habe ich mich für das Coconut Deodorant entschieden. Das riecht wirklich sehr, sehr schön nach Kokosnuss. Und zwar ist das ein Deodorant-Puder, was man aber auch genauso gut sich woanders am Körper, also überall hinpacken kann, wo man will. Was ich extrem gut daran finde, ist, dass es wirklich sehr schön nach richtiger Kokosnuss riecht und nicht so nach dieser künstlichen Drogeriemarkt Kokosnuss, also die so extrem künstlich riecht. Das mag ich nämlich überhaupt nicht, diesen Geruch, weil
ich weiß nicht, der ist total beißend, stechend, keine Ahnung. Also irgendwie kann ich mich mit diesem Geruch nicht anfreunden und das ist hier bei diesem Deodorant überhaupt nicht der Fall. Das riecht wirklich sehr, sehr schön nach frischer Kokosnuss, sehr tropisch. Also finde ich wunderbar. Habe ich, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe, mir die Lemony Flutter Handcreme, also beziehungsweise Nagelhautcreme geholt. Ich hatte schon mal die Helping Hands gehabt, habe diese dann aber an meine Mutter weiter verschenkt, weil ich leider nicht zum Muttertag hatte. Habe ich mich dazu erweichen lassen und habe ihr die geschenkt. Sie hat sie auch mal ausprobiert und fand sie ganz toll. Und ich dachte mir, okay, dann schenkst du ihr die Helping Hands und holst sie dafür dann demnächst mal eine andere. Und weil ich so viel Gutes über die Lemony Flutter gehört habe, habe ich mich für die entschieden. Ich finde auch, sie riecht auch weit besser als die Helping Hands und ist auch sehr viel reichhaltiger als diese. Also ich war wirklich sehr überrascht und habe sie natürlich auch schon fleißig benutzt. Und mir ist halt der Geruch sehr wichtig, weil alles, was so mit Zitrus, diese tropischen Düfte, alles, was damit zu tun hat, da bin ich auf jeden Fall immer für zu haben. Die Helping Hands hat zwar sehr gut geholfen, aber war halt vom Geruch her nicht so der Renner. Ich fand, sie roch sehr nach Haferbrei, Hefe, sowas in der Richtung und das war halt nicht immer so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unangenehm war, aber es gibt Schöneres an Düften. Yeah. Ja, dann habe ich mich für eins der Ölbäder entschieden. Ich habe zwar schon ein paar gehabt, unter anderem Happy Blooming oder Melting Marshmallow Moments, die ich auch schon sehr gut fand, aber ich habe es endlich geschafft, mir den You've Been Mangut zu holen. Ich finde den wunderbar, weil der im Gegensatz zum Beispiel zum Happy Blooming, den ich auch ganz toll finde, schon im Laden, wenn man ihn in der Hand hat, wunderbar zitronig und auch nach Mango wunderbar riecht. Ich finde, Happy Blooming riecht auch gut, aber versprüht erst seinen eigentlichen Duft, erst wenn er wirklich in der Wanne dann liegt und sich auflöst, was ich dann recht schade finde. Und dieser hier, der riecht so schon wunderbar intensiv, schmilzt auch unglaublich schnell in der Hand. Dann habe ich mir noch einen neuen Massagebar geholt und zwar ist das der Wiki Magic Muscles. Und zwar sieht der so aus. Riecht wunderbar nach After Eight Pfefferminze und hat so einen kleinen Stich, finde ich, Nelke mit drin. Pfefferminz finde ich gut, das mit der Nelke, da konnte ich mich erst nicht so wirklich mit anfreunden. Ich habe es aus dem Grund gekauft, weil mein Freund sich die Tage durch Falschlegen, keine Ahnung, die Schulter ein bisschen verspannt hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch mal ein guter Grund, diesen Massagebar zu holen und